So, schönen guten Morgen. Wir haben schon 8.36 Uhr und 21 Grad, aber Wind. Heute Morgen, boah, ja, der pfeift ganz schön. Ich hoffe, man hört es. Nicht so arg. Man hört es nicht so arg in dem Video. Ich bin da wieder an der Promenade beim Beach Club. Heute bei wunderbarem Sonnenschein, wunderbar rundherum, keine einzige Wolke zu sehen. Und wie gesagt, wir haben schon 21 Grad, wobei schon, wir haben auch 8.41 Uhr, war heute ein bisschen später. Gestern Abend, oder gestern haben wir noch ein bisschen Geburtstag gefeiert, mit dem Hotel waren wir zu einer ganzen Clique, wo da zusammengesessen war. Stammgast vom Hotel, gab es noch einen extra Kuchen. Also das Hotel hat sich da wirklich auch viel Mühe gegeben. Und dementsprechend waren gestern Abend noch das ein oder andere Kaltschalengetränk dabei. War aber ein amüsanter Abend. Und heute, ja, halt eben ein bisschen später aus dem Bett gekommen. So, ich glaube, ich gehe jetzt hier mal die Treppe wieder runter. Erst noch mal die Sonne. Also wie gesagt, die steht schon ein bisschen höher. Wir haben schon Viertel vor neun. Es sieht extrem warm aus oder extrem sonnenlos. Die Sonne scheint los, geht ein bisschen Wind. Aber ist sehr, sehr angenehm momentan schon hier an der Promenade. Für gestern kleine Nachfrage. Gestern hat sich ja jemand beschwert, ich soll ein besseres Wettervideo machen. Bekannte von meinen Eltern aus Aachen. Ich habe das natürlich gleich meinen Eltern nach Bromisch gemeldet. Es ging quasi von Freier Ingles nach über Aachen nach Bromisch. Und jetzt geht es wieder zurück. Ich habe dann anschließend noch mal ein kurzes Video gemacht, das hänge ich hinten dran. Dass man ja, sieht, dass es morgens zwar bewölkt war, aber gegen Mittag auch windig. Aber die Sonne hat geschienen den ganzen Tag. Wir sind gestern mit der zu viert nach Playa de Ingles gelaufen. Dort wird ein Markt aufgebaut mit dem Leuchtturm. Das ist, glaube ich, ein Kunsthandwerkermarkt. Ich weiß nicht, ob der heute oder jetzt am Wochenende schon losgeht oder nächstes Wochenende. Das habe ich da gar nicht so gesehen. Auf jeden Fall muss ich noch mal gucken oder vielleicht schreibt sie Angie in die Kommentare. Ich bin mir sicher, die weiß das. Dann beim Rüberlaufen von ungefähr an der Punta habe ich einen Amateurfunker noch getroffen, im Moment geredet. Ich habe ja auch meine Amateurfunklizenz schon etliche Jahre, viele Jahre. Ich habe damit angefangen schon damals mit 18 im Auto, war bei mir gleich ein CB-Gerät drin. Das war damals noch so. Und dann später habe ich eine Amateurfunklizenz gemacht. Und an der Punta sitzt einer mit einem kleinen Batteriepack, ein 10-Watt-Gerät, hat auf 20 Meter SSB mit Europa gefunkt. Hatte ich schon lange nicht mehr gesehen, sowas. Da ist dank der Akkutechnik die Entwicklung ja auch deutlich weitergegangen. Da kann man ja mit der mit 10 Watt, mit so einem Antenne, wo er gerade ein, was weiß ich, die war 5-6 Meter lang, eine Spule am Anfang. Und ja, das geht da immer noch, obwohl es weniger wird, was da in dem Funkbereich los ist. Eins meiner Hobbys. Ach, zum Wetter komme unten. Auf dem Hoteldach hat die Polizei gestern eine Videokamera aufgebaut. Da läuft am Samstag der Umzug unten vorbei an der Straßenkreuzung.
Also der Umzug von der Karneval wird auch komplett gefilmt. Die machen da wirklich einen großen Aufwand. Und wie gesagt, ein Großteil geht direkt am Hotel vorbei. Da werde ich auch mal gucken, dass ich am Samstag, wenn das, glaube ich, 17 Uhr ist, der Start. Und da werde ich da auch probieren, das ein oder andere Video zu machen. Und die liegen weg, das hat jemand in die Kommentare geschrieben, das wusste ich auch nicht. Weil hier ein Teil der Liegen weggeräumt sind, also Richtung Playa de Ingles am Anexo. Da wird am Samstag das Feuerwerk, nee, am Sonntag wird das Feuerwerk das Ende des Karnevals verkünden. Deshalb sind hier ein paar Liegen weggeräumt worden am Anexo. Wie gesagt, vielleicht mache ich dann am Sonntagabend, bin ich auch noch da, mache ich dann ein Video, weil jetzt hier pfeift der Wind, mache ich am Sonntagabend ein Video, dann auch vielleicht noch von dem Karneval, mal schauen, ob das geht und wie ich das sehe. Ja, nochmal zum Amateurfunk, da grüße ich natürlich hier von Echo Alpha 8, den DH1 MH und alle Amateurfunker, wo mich da noch so kennen aus früheren Zeiten, weil ich bin da auch nicht mehr der Aktivste. Hab zwar die ganzen Geräte noch daheim, aber ich bin jetzt wirklich am Überlegen, ob ich da umschalten soll auf das andere Mikrofon wegen dem Wind. Aber ey, es ist angenehm, es ist kein kalter Wind. Wie gesagt, da oben waren es 21 Grad. Und der Planet brennt. Ich hoffe immer noch, dass es geht mit dem Wind. Schaut euch das an. Wir haben ganz klares. Ja, jetzt hatte ich schon mal eine ganze Story erzählt und habe einfach auf den falschen Knopf gedrückt. Ist gar nicht so aufgenommen worden. Naja, das ist so, wenn man unkonzentriert durch die Gegend guckt, nach anderen Leuten guckt, kommt man da ab und zu mal in Schwierigkeiten. Naja. Wie gesagt, es ist ziemlich windig. Ich habe noch das Originalmikrofon vom Handy dabei. Heute ist der 15.03. 7.11 Uhr geht die Sonne auf. Um 19.11 Uhr soll sie untergehen. 12 Sonnenstunden sind geplant für heute, oder vorhergesagt. Hochwasser war um 5.19 Uhr. Niedrigwasser um 11.21 Uhr. Und um kurz vor 18 Uhr soll wieder Hochwasser kommen. Ja, so. Zum Amateurfunk nochmal. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon gesagt habe oder nicht. Grüße ich natürlich mal alle Amateurfunker hier aus Echo Alpha 8. Mein Kumpel, über den ich schon Jahrzehnte Funkbetrieb mache, DH1 MH, seid ihr mal insbesondere gegrüßt. Natürlich alle, die mich kennen. Das Hobby, wo die Geräte daheim stehen und eingestaubt sind bei mir, auf jeden Fall zum größten Teil, aber über Jahrzehnte genutzt wurden. So, jetzt mache ich da noch mal einen Schwenk. Also wie gesagt, der Wind ist heute schon ordentlich, aber die Sicht ist gut, man sieht die Windräder. Ich hoffe, ich brülle jetzt mal ein bisschen, ich hoffe, man versteht mich noch. Aber mit dem externen Mikrofon ist es, hört man gar nichts außenrum. Ich glaube, hier so mit dem Mikrofon ist es immer am besten. So, hier ist eine Reihe Liege abgebaut. Das sieht man jetzt auch ganz deutlich. Wie gesagt, da wird am Sonntag das Feuerwerk den Karneval beschließen. Und das probiere ich vom Hotel aus zu filmen. Ich versuche es. Wir wollen heute Abend auch nochmal durch die Stadt laufen. Also hier ist Nachtsbetrieb ohne Ende. Man kann wirklich im Zogen Fenster schlafen. Es ist schon noch eine Tür. Es ist schon noch eine gewisse Außenlautstärke da.
Aber es ist halt eben auch die Karnevalszeit. Und nach der Karnevalszeit kommt dann gleich Ostern. Das heißt, das Hotel ist bis Mitte April ist es komplett ausgebucht. Das hat mir der Manager schon gesagt. Und was ich gelesen habe in den News ist auch, dass die komplette Kanaren bis in dieser Zeit ziemlich ausgebucht sind. Also nur noch vereinzelt Plätze. So, wir laufen jetzt vor, oder eben bis zum Annexo und laufen dann hier wieder die Treppe hoch, die schöne. Ich hoffe, das mit dem Wind ging noch halbwegs. Und mal sehen. Wie gesagt, die Messe muss ich mal gucken, ob ich da die Daten kriege von der Kunsthandwerksmesse. Die bauen da relativ große Zelte neben dem Leuchtturm auf. Ich habe da jetzt noch nichts direkt gelesen und gesehen, aber ich gehe mal davon aus, dass es noch nicht an diesem Wochenende ist, weil da der Karneval noch ausläuft. Nächstes Wochenende wahrscheinlich. Die Polizei fährt ja auch schon wieder streichen. Jetzt mal einfach mal noch einen Blick. Ach so, da war ja in den Kommentaren auch drin, ich soll mich mal zeigen. Es gibt da ein Interview mit dem Harry, wo er das ja ankündigt, dass ich ihn vertrete, die paar Tage, wo ich hier unten bin. Da bin ich auch zu sehen. Da ist es angekündigt. Ansonsten bin ich nicht unbedingt der, wo sich da in Szene setzen muss. So, überall sind schon die an den Liegen der Windschutz oben. Ich denke, es wird heute ein schöner windischer Tag geben, aber wieder ideal zum Laufen. Der Wind geht in Richtung Maspalomas, also laufen wir auch Richtung Maspalomas, weil gegen den Wind ist es immer blöd zu laufen. Und dann werden wir mit dem Bus wieder zurückfahren. Hier unten haben wir jetzt 8:50 Uhr und 21 Grad, zeigt das Thermometer an. Kann ich da hin? So. Das mache ich dann nach dem Frühstück, weil ich das Video wieder kurz zusammenschneide mit dem Anhang von gestern und den Gruß von meiner Eltern nach Aachen. Und alles weitere kommt dann. Wir gucken mal über. Neugierig sind wir ja auch so ein bisschen. Vereinzelt sind noch die alten Roten liegen da, aber überwiegend sind es die neuen. Und heute sehe ich noch keiner, wo reserviert hat. Das sieht man hier oft morgens schon um 8, dass die ersten Liegen hier reserviert sind. Aber ich muss sagen, ich bin hier auch schon öfter runtergekommen und habe da, wenn ich mal an der Liege gelegen war, noch nie ein Problem bekommen. Vielleicht nicht die erste Reihe, aber schaut euch das schöne Meer an. An alle Daheimgebliebenen. Das Wetter hier unten ist einfach immer wieder schön. So, morgen früh geht's weiter. Bis dann. Ciao. So, doch noch was gesehen beim Zurücklaufen. Es sind an dem Schaltfleck, wo früher die Wasserrutsche war, Bauarbeiten zu sehen. Da haben sie Steine abgeladen. Ich hoffe ja, dass sie den Schaltfleck, ich nenne ihn einfach mal so, an der Promenade so langsam hier beseitigen. Wie gesagt, da sind jetzt die ersten Steine abgeladen worden und sind Bauarbeiten zugange. Ich hoffe mal, dass sie den Schandfleck hier neben dem Atlantic Beach Club endlich mal beseitigen. Das wäre ja von Vorteil. Also ich kenne die Wasserrutsche hier runter noch. Bin sie aber nie gerutscht, aber das ist ja auch schon, was weiß ich, 25 Jahre her. Und noch mal ein kurzer Blick, obwohl ich schon auf Wiedersehen gesagt habe. Aber ich kann es einfach nicht lassen, weil mir selbst so gut gefällt. Noch mal ein Ohr. Noch mal ein Blick. Richtung
Punta vor. Und wie gesagt, die Sonne. Es gibt heute einen schönen Tag. Aber jetzt ab geschwinden Schrittes zum Frühstück. So, ich muss dann noch mal ein Video anhängen. Nachdem heute meine Mutter mich angerufen hat und hat gesagt, setze ich jemand beschwert, das Wetter, wo ich machen würde, wäre nicht gut, ich soll mal für besseres Wetter sorgen. Weil mittlerweile es ist es noch ein bisschen windig, aber Sonnenschein und die Wolken haben sich verzogen. Wie gesagt, da ist eine Meldung zu mir gekommen über das Wettervideo. Von Augsburg über meine Mutter Romisch nach Maria de Inglas. Ich soll für besseres Wetter sorgen. Das Video hänge ich jetzt am 15. hinter das Wettervideo dran und grüße da mal rückwärts über Promisch nach Augsburg und sage, das Wetter ist besser geworden. Ich habe mein Bestes getan.